Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das schön. Sensationell. Da sind wir wieder. Hallo. Meine Damen und Herren, Hörer, ZuhörerInnen. Genau. Ich habe gerade richtig unprofessionell während des Intros einfach einen großen Schluck Tee genommen. Deswegen und war dann so froh, dass du gesprochen hast. Geistesgegenwärtig die Situation retten. Hast mich gerettet. Ja. Dankeschön. Gerne, Dankeschön. Gerne. So. Geht's dir gut? Mir geht's hervorragend. Ich freue mich auf die neue Staffel. Folge. Ich freue mich auf die neue Folge der neuen Staffel. Genau, von Rekorder, das Hörspielmagazin. Jawohl. Wie ihr ja vielleicht schon wisst, wenn ihr in die anderen Folgen mal reingehört habt, suchen wir hier immer Hörspiele unterschiedlicher Art und Zeit heraus, um uns diese anzuschauen. Und da gibt es eine große Auswahl. Das wisst ihr alle selber. Ja, und es kommen ja auch schon immer Wünsche rein und es gibt ja so viel. Also es ist ja dann wirklich so, dass Leute sagen, und hier das und ihr müsst mal dies und nicht nur die Bekannten, sondern auch mal die und so. Wir haben dazu ja auch aufgerufen. Ja, das stimmt. Überall. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt werden wir bombardiert damit, mit Vorschlägen. Wir können uns nicht mehr retten. Und ihr habt ja auch alle recht. Natürlich. Aber auch ich habe meine eigenen Vorstellungen manchmal. Genau. So, von dem, wir haben auch worum noch Vorschläge. Es zu gehen hat heute. So nämlich. Naja, genau. Nicht heute, aber überhaupt in Zukunft und so. Also es ist was Tolles, diese Hörspielwelt. Ja. Ich liebe das. Schätze graben quasi. Also ohne Fernsehen könnte ich wahrscheinlich noch eher als ohne Hörspiele. Das verstehe ich, ja, total. Oder halt einfach Hörmedien, ne? Also auch Podcasts oder so. Ich finde das so, also das begleitet mich total im Alltag. Komischerweise, manchmal geht es ja auch einher. Es gab ja früher, ich weiß nicht, heute wird es wahrscheinlich auch noch gemacht, also zu erfolgreichen Fernsehserien oder Filmen oder Verfilmungen, also gab es dann auch Hörspiele, Hörspielfassungen. Da werden wir ja auch noch vielleicht das ein oder andere Mal hinkommen, hier in diesem wunderbaren Format. Toll. Ich finde es auch total cool, weil ja viele Leute sagen, ja, nicht nur die Bekannten und so. Wir können euch beruhigen, hier werden immer wieder auch unbekanntere Schätzchen ausgegraben und besprochen werden. Und sie auch mit euch gemeinsam vielleicht sogar entdecken. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die werden uns vorgeschlagen und jetzt wie zum Beispiel heute. Ja. Wie ist das Thema? Kannst du das nochmal bitte laut und deutlich ins Mikrofon säuseln? Das Thema heute ist Infotainment für Kinder und Erwachsene, die auch noch was dazu lernen wollen. Oh mein Gott, aber das hört sich immer gleich so gruselig an. Als Kind, wenn mir jemand gesagt hat, so jetzt gibt's Infotainment, hätte ich gleich umgeschaltet. Ja. Also das klingt irgendwie komisch. Ja, es ist natürlich die Mischung aus Information und Entertainment. Das heißt, wir wollen natürlich Wissen vermitteln. Und da kann ich dich verstehen, dass der kleine Lars da erstmal skeptisch gewesen wäre. Ja klar, wäre. Mensch, ich war froh, wenn die Schule aus Maxi war. Auch. Ja, ich war froh, Unterricht vorbei und jetzt setze ich mich irgendwie vors Radio. Chillen, genau, wie meine Oma heute auch sagen würde. Chillen. Und so, oder suche eine Kassette raus oder so. Und was lege ich mir da ein? Infotainment. Ja, dann hat man halt auch schon den ganzen Frontalunterricht und das ganze Abschreiben und Tafel und alles hat man dann hinter sich. Aber dabei ist es eigentlich ganz toll, dass es sowas gibt. Weil ohne das wäre ich vielleicht nur halb so schlau, wie ich jetzt bin. Und das will was heißen. Weil der Unterricht in der Schule ja meistens sehr, sehr trocken ist. Ja. Und so die Themen auch sehr trocken und langweilig und so manchmal so kaugummimäßig gezogen werden. Ja, einfach nicht spannend und natürlich auch nicht kindgerecht oder jugendgerecht. Es war manchmal auch sehr ermüdend. Lars, und dann bin ich wieder aufgewacht, als ich meinen Namen gehört habe. Aber der Rest, den die da erzählt haben, das wusste ich vorher nicht. Hast du auch manchmal so den Kopf in den Armen und hast auf dem Tisch geschlafen? Durfte man natürlich nicht, aber in der ersten Stunde ging das manchmal. Komischerweise, weil wir hatten so ganz helle Neonröhrenlampen. Manchmal flackerte auch eine noch während des Unterrichts und so. Und dann bin ich irgendwann so, keine Ahnung, trotzdem weggedämmert. Und weil es eben so belanglos klang, es war ja vielleicht interessant, was sie da erzählt haben, aber das wurde halt nicht gut entertained. Ja. Und deswegen gibt es Infotainment. Ja, und deswegen das haben ist wir eigentlich was Schönes. Ja, diese zwei Folgen uns heute mal vorgenommen. Ja, vor allem spielerisch was beigebracht wird. Im Endeffekt ist es das. Für Leute wie mich ist es genau das Richtige. Eigentlich schon. Ich kann keinen so trockenen Lehrer-Sprech dann hören, sondern. Nee, da schaltet man auch einfach sofort ab. Da bin ich ganz bei dir. Eine Handlung, tolle Stimmen. Ja. Und irgendwie, die Geschichte muss einfach spannend erzählt werden. Wir haben heute zwei Beispiele. Einmal die Reihe Leo und die Abenteuermaschine. Da haben wir die Folge der Sternenboote. Das ist die Folge 19. Und wir haben die Klassikerreihe Wieso, Weshalb, Warum, Alles über Dinosaurier. Wenn ich mir das Cover angucke von Alles über Dinosaurier, Wieso, Weshalb, Warum,
erinnert mich das tatsächlich an Was ist was? Also es ist so ein bisschen Kategorie. Genau. Und, vielleicht auch ein Konkurrent von dieser Reihe, ich weiß nicht. Ein Zufall, dass es so ähnlich klingt. Weil ich habe das mit meinen Kindern gehört. Ja, wollte ich gerade fragen. Und dann sagte ich, sag mal, wer wie was? Ist das nicht das, was wir mal früher gehört haben? Meine Kinder sind schon ein bisschen jetzt größer und so. Und da gab es früher auch für ganz Kleine, gab es dann auch so Geschichten. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, war das Was ist was, was wir da gehört haben? Oder wieso, weshalb, warum? Weil es irgendwie ähnlich auch von der Aufmachung mir, also es kam mir bekannt vor. Wie hast du denn so zu so Was ist was Büchern gestanden generell oder mit deinen Kids oder so? War das für euch interessant? Fandet ihr das cool? Oder? Total, ja? Total. Ich fand das total schön, weil als ich dann auch Vater wurde, ich habe ja bis heute noch nicht ausgelernt. Nein. Aber wenn man Kinder hat und sich so Kinderinformations- oder Infotainment anhört, dann kann man als Erwachsener auch noch so ganz viel lernen. Ja, total. Gerade Sachen, die man in der Schule dann übersprungen ist, irgendwie, weil man da vielleicht einen Kopf nicht dafür hatte, gerade in diesem Moment. Dann kann man jetzt zum Beispiel jetzt hier bei dieser Ausgabe, da ging es um alles über Dinosaurier, immer wieder sowieso ein interessantes Thema. Und ich lerne dann auch mit als Erwachsener. Ja. Wenn ich das mit meinen Kindern höre. Ja, ja. Und das ist schon mal toll gemacht. Auf und dann jeden auch Fall. Und dann auch so sehr schön auf Hörspiel, also Art, das gefällt mir auch, dass man auch diese Geräusche, dann die ziehen einen noch so mit in die Handlung rein. Und ich finde Infotainment auf jeden Fall empfehlenswert, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Definitiv. Also ich fand es auch interessant, ne, in der anderen Folge jetzt hier, Leo und die Abenteuermaschine, der Sternenbote. Da geht es ja um Leo, den kleinen Löwen, der mit Da Vinci, Leonardo Da Vinci, ins Jahr. Ja, kennt ihr nicht den Schauspieler? Von Titanic. Departed. 1616. Die reisen ins Jahr 1616 nach Rom, um Galilei zu besuchen und ihm bei seiner Gerichtsverhandlung wegen Ketzerei zur Seite zu stehen. Sie wollen Fehler in der Zeitgeschichte und den Geschichtszerstörer finden und alles wieder gut machen. Sie haben eine Abenteuermaschine, die fliegen kann, und es ist eine wirklich lange Folge, vollgepackt mit Wissen und Informationen. Ja. Und es gibt ja sogar, das fand ich ganz interessant, das habe ich nämlich so auf die Art, wir hatten hier ja schon mal Disclaimer am Anfang der Folge, aber nicht auf diese Art, wie wir es hier hatten. Nee, bei einem Kinderhörspiel vor allen Dingen noch nicht. Nee, und das ist ja wirklich für Kleinere gedacht. Und der Disclaimer besagt ja was ganz, der sagt ja nicht jetzt, oh, das ist veraltete Darstellung, die eventuell, was weiß ich, rassistisch diskriminierend sein könnten, sondern hier geht es darum, also hört es, liebe Eltern, hört es mit euren Kindern zusammen. Das sind heftige Themen, eben durch dieses ganze Ketzerei, Bücherverbrennung, Anti-Aufklärung, worum es halt in dieser ganzen Folge geht. Also spielt es euren Kindern vor? Aber lasst sie damit nicht allein. Genau, also seid zur Stelle. Eigentlich ganz gute Information. Gut, wenn man das dann nicht überspringt. Weil, weil es gab ja auch, also ich kann mich noch erinnern, also es gab so Hörspiele, die ich total toll fand und faszinierend, aber alleine wollte ich die nicht hören. Ja. Also es gab auch Kindersendungen, die ich unheimlich fand. Deswegen hatten die aber auch so eine Faszination. Ich wollte sie sehen, aber bloß nicht alleine. Ja, und wahrscheinlich ist es dann auch, weil man halt sofort Fragen hat, ne? Also weil sich irgendwie, dann ploppen wahrscheinlich im Kinderkopf dann auch so Fragen auf, und die kann man dann halt direkt den Eltern stellen. Ja, so Beispiel, ist es wahrscheinlich gedacht. Na, wenn man Sesamstraße jetzt zum Beispiel geguckt hat, jetzt mal so als Beispiel. Früher, also je weiter man zurückreist, irgendwie, desto unheimlicher sind die Geschichten noch und so. Ja. Und ich weiß noch, dass ich das aber toll fand, immer die Sesamstraße. Aber dann gab es dann halt so diese Monster, die dann immer aufgetaucht sind. Erstmal waren die auf einmal in der Wohnung drin von Ernie und Bert. Die haben ja meistens auch nicht geklopft. Stimmt. Die liefen dann einfach ins Kamen Wohnzimmer. Einfach raus. Hallo, haben da so eine Stimme gehabt. Sahen gruselig aus. Ja, voll. Und haben dann so Sachen wie Radios gegessen. Ja, stimmt. Das war ein bisschen heftig. Ernie hat sich gefreut. Oh, mein neues Radio. Guck mal. Lecker, Radio. ich wusste, okay, das was ist verstört. Und ich wusste ja auch, was passiert. Weil es wurde auch öfter mal wiederholt. Aber ich habe dann, Mutti, kommst du mal bitte? Kommst du zufällig kurz vorbei? Ja, dann sollte sie sich mit mir das angucken. Ja, ja. Das wollte ich nicht alleine. Also Kinder wollen auch nicht alleine gelassen werden damit. Deswegen finde ich es schon gut, wenn man sich dann trotzdem, ich meine, das ist ja richtig Geschichte. Man lernt ja was jetzt hier zum Beispiel bei Leo. Ja.
Aber wenn es da um Ketzerei geht oder ja, um Hexenverbrennung. Genau, Bücherverbrennung. Warum ist der Mann, was soll mit ihm geschehen und so weiter. Ja. Wir haben hier, lass uns doch mal das Intro von Leo und die Abenteuermaschine hören, weil ich finde, da könnte einem ja was auffallen. Dir vielleicht sogar noch eher als mir. Das Wissen der Menschheit ist verloren gegangen. Doch Leo wagt das größte aller Abenteuer. Mit Entdeckerdrang und kindlicher Neugierde macht er sich auf, es wiederzufinden und reist mit seiner Abenteuermaschine durch Raum und Zeit. Toll. Ganz schön monumental, ne? Das klingt wie ein großer Kinofilm. Ja, bisschen zurück in die Zukunft, ne? Ja, ich glaube aber, das ist genau das, was mich erreicht hätte. Ja. Erstmal ist die Stimme bekannt. Ja. Wir hören ja alle, wer das ist. Das ist Lutz, sage ich jetzt mal. McKenzie. Oder McKenzie. 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 Denn wer weiß. Also ja. Wir wissen nicht, wie er ausgesprochen werden möchte. Wir haben hier drei Varianten angeboten. Aber ich finde ihn toll. Jetzt kann sich niemand beschweren. Egal, wie man ihn noch ausspricht. Man erkennt ihn. Der Nerd wirft ein. Entschuldige, wenn ich kurz reingrätsche, Lars. Der Name wird so gesprochen, wie er geschrieben wird, nämlich McKenzie. Ich bin Lutz McKenzie und ich habe ja bis jetzt in so ziemlich jedem Jugendhörspiel mitgesprochen. Der beißt so richtig in die Wörter. Ich höre quasi so richtig Zähne, die höre ich. Und es hört ja auch nicht auf. So fängt es an und es ist ja wirklich wie so von so einem Hollywood-Orchester. Ja, irgendwie. Total. So wie so ein Spielberg-Film. Du wirst reingeholt, richtig reingeholt. Du wirst da richtig reingeholt, das fesselt schon. Mhm. Und dann kommen auch wirklich ganz viele bekannte Synchronsprecherstimmen dort retten vor. Unter anderem Detlef Bierstedt ist dabei, Rainer Fritzsche. Also sagt uns wahrscheinlich alles nicht so viel, aber wen haben die alle gesprochen? Na, Detlef Bierstedt, doch, der spricht ganz viel. Ist auch in unfassbar vielen Serien dabei. Ja. Wir hören ihn uns einfach mal an als Galileo Galilei. Ich glaube, der oder die eine oder andere werden ihn auf jeden Fall erkennen. Es steht schon in der Bibel, Männer von Galiläa, warum betrachtet ihr den Himmel? Was soll das bedeuten? Das habe ich den Priester damals auch gefragt. Er sagte, es steht uns nicht zu, den Himmel zu beobachten und die gegebenen Dinge in Frage zu stellen. Also, ihr habt ihn vielleicht erkannt. Er ist natürlich unter anderem der Sprecher von George Clooney. Also sage mal. Von John Carroll Lynch und von allen möglichen anderen sehr bekannten Schauspielern. Ja. Und er hat natürlich auch eine wahnsinnig gute Hörbuchstimme. Er liest sehr, sehr, sehr viele Hörbücher. Ja. Und kann das an der Stelle, finde ich, auch sehr, sehr gut transportieren. Man merkt ihm da die Hörbucherfahrung durchaus an. Und wir haben ja jetzt auch schon ein gutes Beispiel gehabt dafür, wie hier eben Wissen vermittelt wird. Und ich muss zugeben, ich finde, dass einerseits ist es schwer, dran zu bleiben. Gerade wenn ich mir überlege, kleine Kids, ne, das ist schon echt viel Wissen. Ja, ja. Aber andererseits sehe ich auch total, was du eben gesagt hast, es ist wichtig, wenn man das vielleicht auch begleitet hört. Und das sind so wichtige Themen. Also man kann eigentlich nicht früh genug über sowas wie Aufklärung, warum sind Dinge wichtig, was wurde vielleicht auch in der Geschichte der Menschheit grausamen Dingen. Ja, also was gehört einfach dazu, damit man auch die Zukunft verstehen kann. So, es bringt ja nichts, alles immer nur schön zu reden. Nee, durch sowas fängt man ja auch an, sich dafür zu interessieren, weil es eben spannend gemacht ist wie ein Hollywood-Film. Ja. Das finde ich, das ist eigentlich ganz schön gemacht. Hier haben wir noch ein Beispiel von Wissensvermittlung in diesem Hörspiel, was ich auch ganz interessant fand, weil es nämlich auch so technisch, Abenteuer, zukunftsmäßig ist. Hier zunächst so viel. Rom ist die Hauptstadt des antiken Römischen Reiches. Von hier aus eroberten die römischen Legionen einen riesigen Teil der damals bekannten Welt. Die Stadt war in der Zeit von ca. 200 vor Christus bis 480 nach Christus der Nabel der Welt. Ihr Mittelpunkt. Alle Wege führen nach Rom. Ist nicht umsonst ein altes Sprichwort. Rom beherrschte die Antike. Und so weiter und so weiter und so weiter. Nein, aber toll, das ist ja wirklich so wie Jurassic Park oder irgendwie, als wenn man jetzt so ganz gefesselt im Kino sitzt und dann eine Zeitmaschine vor sich sieht. Jurassic. Und die spricht damit ein. Ganz genau. Und das ist eben das Tolle. Ich finde sowieso Zeitmaschinen, so wie eine Zeitmaschine irgendwo vorkam, hat mich das auch gleich interessiert.
Ja, und wir haben eben, wie du sagst, gerade so ein bisschen dieses Kino, diesen Kino-Flavor, Film-Flavor, Abenteuer-Film-Flavor. Total. Und wenn wir uns das alles so ein bisschen angucken, ist es eben, hat es Einflüsse vielleicht auch noch von so Indiana Jones und so weiter. Also es ist schon geschickt gemacht, sehr, wenn man sagt, wir wollen den Kids irgendwie was mitgeben, wir wollen die an ein Thema ranführen. Und ja, das allein ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber als Ansatz, um diese Themen irgendwie aufzuarbeiten und die Kinder auch reinzuholen, um vielleicht danach auch neue Fragen zu stellen oder zu sagen, man geht danach mal ins Museum oder man hört sich noch mal, guckt sich noch mal irgendwie was dazu an. Und braucht die Fragen nicht selber dann zu beantworten, sondern man braucht den Kindern nur dieses Hörspiel vorspielen. Und dann weißt du auch Bescheid. Oder hast du nicht zugehört? Nein, aber auch, die kriegen natürlich auch die Erwachsenen. Ja. Gerade mit dieser Hollywood-Art, glaube ich. Mhm. Weil die wollen ja, dass die Erwachsenen mithören. Also müssen sich was einfallen lassen. Und die Eltern kennen sich ja mehr aus mit Blockbustern und sowas. Und ich glaube, die lassen sich dann, ach guck mal, das ist doch die Stimme von George Clooney, sagt dann die Mutti. Komm, dann hören wir mal rein. Das, was du gerade angesprochen hast, stelle ich mir so lustig oder so auch krass vor als Elternteil. Wenn man dann irgendwann Kinder hat, ne, und man sitzt dann mit denen so, man ist dann irgendwie in der Öffentlichkeit und dann sagen die so, Papa, warum gibt's noch mal den Regenbogen? Und man ist so, Weil das CD ist ja eigentlich Basic-Wissen. Ja. Also es gibt so Sachen, das muss jetzt nicht von unserem Hörspiel hier, das kann nicht jeder auswendig wissen mit den Jahreszahlen und so, das ist schon okay. Ja. Aber wenn man dann so Basissachen gefragt wird nach Schwerkraft oder Wetter oder what the fuck, wenn man so in der Öffentlichkeit ist, was sagt man denn dann? Was tut man denn dann, wenn man keine Ahnung hat? Wenn wir zu Hause sind, fragst du am besten die Mama. Vor allem, ich habe dann immer versucht, das zu erklären. Also es ist so und so. Und dann kommt nämlich heraus, dass die das nämlich schon längst wissen und die wollten dich testen, was du sagst. Die kleinen Scheißer. Dann zu sagen, nein, das geht nämlich so. Bei Galileo haben die nämlich erzählt. Ja. Dann kommt nämlich die richtige Antwort. Das dann stehe ich dumm da. Ja, das war nämlich das Ziel. Das ist diese und heutzutage, das ist heutzutage möglich. Nicht zuletzt durch Infotainment. Ja. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man das seinen Kindern vorspielt. So oder nämlich, nicht. Die sollen schön blöd bleiben. Ja, eben. Das passt auch super. Lieber selber an. Das mit dem Klugscheißer merken wir uns jetzt mal gerade, machen wir ein kleines Lesezeichen dran für die nächste Folge. Aber mir ist gerade noch irgendwas, ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen, weil ich das so lustig fand, was du erzählt hast. Egal, habe ich wieder vergessen. Mit Leo vielleicht, mit der Abenteuermaschine, dass es eine Abenteuermaschine ist und dass es ja darum geht, dass ein Wissensdieb die Geschichte durcheinander gebracht hat. Ja, das ist auch ganz schön hart, weil es gibt auch eine Stelle, wo Leo eben sagt, ach, ich darf erst wieder zurück nach Hause zu meinen Eltern, wenn ich alles wieder richtig gemacht habe, wenn ich alles wieder fehlerfrei. Und da dachte ich auch so, ganz schön heftige Verantwortung für so einen kleinen Löwen. Für so ein kleines Versuchstier. Ja, sprechen wir es doch mal aus. Das ist ein Tier, was man in eine Zeitmaschine setzt. Warum macht das kein Mensch? Nee, die Abenteuermaschine. Man ist sich nicht sicher und man nimmt einfach einen Löwen und steckt ihn in so eine Abenteuermaschine. Ja. Der soll mal die Geschichte schön wieder gerade rücken. Ja. So einfach, wenn es so einfach wäre, ne? Ja, wenn wir mal wir müssen sowieso öfter mal Tiere ranlassen. Ich habe witzigerweise in meiner Jugend und nicht ganz so jungen Jugend. Also vor kurzem. Sprecher. danke. Sprecherinnen-Tätigkeit war ich zum Beispiel auch in einer Reihe öfter dabei bei Geolino. Also, weil da gab es auch viele so Wissens-CDs damals mit Wiegald Böning, den du bestimmt auch gehört hast. Der ist ja dafür Wissensvermittler. Bekannt. Und auf lustige Art und unterhaltsame Art halt Wissen zu vermitteln. Also, das mag ich auch total, was er macht. Ja, und da hatten wir so schöne Geolino. Geolino, Zufall. Ja, so bin ich drauf gekommen. Ja, ja. So schöne Geolino-Wissens-CDs, wo auch so verschiedene Themen aufgearbeitet wurden. Und dann, das war auch so ein bisschen auf Future-mäßig gemacht. Also, ich fand das damals auch immer ganz cool. Total. Es gibt ja auch Wissenssendungen, da gibt es ja dann auch, gab auch Löwenzahn-CDs und Löwenzahn-Kassetten und sowas, Hörspielkassetten, die halt auch sehr lehrreich waren. Oder auch, ich glaube, Sendung mit der Maus gibt es auch Kassetten. Ja. Und das finde ich total schön, dass da jeder irgendwie Hauptsache Wissen, sich Wissen aneignen kann. Auf jede Art, die er selber so für die richtige hält. Ja. Ich muss zugeben, dass ich halt immer anfällig war als Kind oder anfällig ist das falsche Wort, mich habe ansprechen lassen durch Sachen, die dann auch ein bisschen aufgelockert wurden. Also zum Beispiel gerade bei der Sendung mit der Maus fand ich das cool, dass dann immer halt, dann kam eine kleine Geschichte, dann kam wieder Wissen, dann kommt eine kleine Geschichte, ein kleiner Cartoon, dann kommt wieder Wissen und am Ende kommt Captain Blaubär. Genau.
Habe ich geliebt. Habe auch oft hingespült zu Captain Blaubeer am Ende. Aber naja, das fand ich halt eben immer ganz schön. Und das ist natürlich ein bisschen so die Frage. Mir hat das zum Beispiel in unserer nächsten Folge, die wir besprechen, du hast eben schon Jurassic Park angesprochen, ne? Wir haben das Thema Dinos. Das hat mir so ein bisschen, fehlt mir das immer zwischendurch, wenn dann so lange Wissenstexte kommen. Das habe ich in den beiden. Das ist einfach so ein bisschen mein persönlicher Geschmack, wenn dann immer so ganz viele Fakten hintereinander gesprochen werden, selbst wenn sie in einem Hörspielformat sind, fällt es mir manchmal schwer, mir das dann alles so dabei zu bleiben. Da merke ich manchmal, dass ich so ein bisschen abschweife. Meinst du jetzt generell oder bei generell bei Infotainment. Aber das Gute ist ja, dass man auch abschalten kann und dann wieder anschalten. Das stimmt. Und der Witz ist ja auch Märchen und so, die hört man sich ja auch ständig an. Du kannst ja auch Bibi Blocksberg alle Sachen oder Folgen auswendig oder drei Fragezeichen. Ja. Und ich denke mal, wenn die auch Wissen vermitteln würden, dann wüsstest du. Das stimmt. Da hätte man ein bisschen mehr Wissen mir rein. Ich meine, du hast ja ganz viel Wissen, aber halt so Wissen, ja. Na, ich gebe zu, ich war dann vielleicht. Du weißt, wie man Kriminalfälle löst. Das ein oder andere Rätsel habe ich von Justus Jonas auch noch ein bisschen Wissen schon gelernt. Naja, aber. Nee, aber das ist vielleicht gerade, also wenn es schön gemacht ist, hört man sich das als Kind ja auch immer wieder gerne an. Das also, stimmt. Man hört sich ja auch immer, es ist ja auch wie bei Filmen. Ich gucke mir auch Filme immer wieder gerne öfter an, wenn die mir gefallen. Ja, klar. Und dann entdecke ich ja auch immer wieder neue Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt kommen wir mal zu der Geschichte. Ja. Wer, wie, was? Nicht zu wechseln mit was ist. Was ist was? Was ist was oder was ist wer? Vielleicht gibt es da sowas auch noch. Wieso, weshalb, warum? Wer ist, wer nicht fragt, wer bleibt ist, warum? Dumm. Ja, also, also auf jeden Fall, die sind bei den Dinosauriers und Dinosauriers. Ja, bei den so heißt der Plural. Dinosauriern. Jahren. In da ist es Folge. Schön, wenn man in dieser Folge zuerst zuhört, dann hört man das Geraschel. Also die ziehen einen ja dann auch, also die Geräusche sind sehr wichtig, finde ich. Weil ja, total, Dinosaurier total. Sagen ja nicht viel. Ja. Die sprechen nicht viel. In diesem Film zumindest, in diesem Hörspiel zumindest. Und wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht haben die auch gar keine so richtige Sprache gehabt, so wie wir heutzutage. Sonst gäbe es wahrscheinlich auch Podcasts zu der Zeit damals. Nein, Gott. Aber, nein, der Dinosaurier-Podcast von Dinosaurier. Nee, aber man hört das Rascheln. Man hört das Rascheln und die Geräusche, die gemacht wichtig, haben, total. Die Saurier. Und dazu die Stimme von Tommy Pieper, der dann mit den Kindern darüber spricht, was der jetzt gerade macht, der jeweilige Saurier, um den es geht. Genau, also wir haben eigentlich die zwei Kinder, Sarah und Simon, die mit Tommy, so heißt er auch im Hörspiel, Tommy Pieper, wir kennen ihn als die Stimme von Alf. Ja, Mensch, jetzt fangen doch nicht schon wieder damit an. Wir lieben ihn natürlich alle für diese Alf-Stimme. Wir sind froh, dass es ihn gibt. Ja, dazu hat er aber im Interview mal Folgendes gesagt, ne? Und ich war plötzlich der Alf. Ich habe gesagt, sag mal, habt ihr sie nicht alle? Ich habe Bonanza, den Mike Lenden, gesprochen. Ich habe vorher in Poor Man, Rich Man, Armer Mann, reicher Mann, Nick Nolte, ich habe Brad Davis gesprochen, Jeff Bridges gesprochen, Harvey Fierstein etc. Alles. Und ich wurde einfach darauf festgelegt. Ich wurde darauf festgelegt und kriegte dann plötzlich keine anderen Rollen mehr, weil sich die Redakteure dann nicht trauten, ja, die damaligen Redakteure, die heutigen trauen sich auch nichts, die trauten sich nicht, mich zu engagieren, weil die Leute meinten dann, dass wenn ich eine ernsthafte Rolle spiele, dass die Leute dann den Alf hören und sich darüber totlachen. Ja. Das war für mich ganz, ganz schädlich. Ja, das tut mir auch wirklich leid, wenn ich das höre. Das stimmt wahrscheinlich auch. Ja, wenn ihm das halt wirklich so wehgetan hat. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die können das so trennen. Du meinst von den Hörern. Nee, ich meine von den Künstlern selber, KünstlerInnen selber, dass man, die können das embracen. Ne? Also sie sagen, dann bin ich das halt. Und das ist auch schön. Und es ist aber auch völlig legitim, dass man sagt, das ist es irgendwie nicht. Ich habe ja auch noch was anderes gemacht. Ne? Also gibt es genug. Und der oder die eine oder andere nimmt es eben einfach an und sagt, oh, wie schön, ich habe das mitgegeben. Ja, ne? Gut, aber wenn die Serie dann irgendwann vorbei ist, dann bist du ja dann quasi arbeitslos. Ja. Weil Alf gibt's nicht mehr, also ist dann die Stimme vielleicht jetzt auch nicht mehr so gefragt oder, das ist ja eben der Fluch, der dahinter steckt. Fluch und Segen. Wenn du so festgelegt bist auf so eine Rolle. Und dabei lieb ich, also Alf wäre nichts,
finde ich, ohne die Stimme von Tommy Pieper. Haben wir ja auch, genau, glaube ich, schon mal gesagt, dass es auch einfach so, ich finde auch dadurch die deutsche Version auf jeden Fall markanter. Ja. Und man hat das so im Kopf, ne, dieses Melmack, wie er das sagt. Ja, also ich höre ja auch so fast schon viel lieber die Hörspiele. Ich finde die auch super. Wo man die Stimmen so hört. Warte, ich mache mir mal eine kleine Notiz für eine zukünftige Folge, dass wir da auch mal drüber sprechen. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal über Alf reden. Und zwar über Alf, das Hörspiel und über die Stimme von Tommy Pieper. Jetzt wollte ich schon Johnny Pieper sagen. Johnny Pieper, wer kennt ihn nicht? Das wäre auch ein cooler Name. Das ist ein bisschen wie Lucky Luke. Ja, hör auf. So, aber er macht mit und da freue ich mich drüber. Und er heißt sogar Tommy hier. Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein ziemlich neu, oder? Die Folgen sind doch relativ neu. Von 2004, überleg mal. Das ist nicht mehr so neu. Nee, ja, aber gut. Natürlich im aus Vergleich zu den anderen. Ja, geht bei dir die Zeit schneller oder langsamer? Schneller, auf jeden Fall. Ne? Weil wenn ich jetzt gerade über Alf rede, irgendwie, das ist ja immer noch so gegenwärtig und das ist ja aus den 80er Jahren. Ja, das stimmt. Ist ja unglaublich. Das kennst du ja eigentlich auch nur vom Hören sagen. Ja, wir hatten ja in unserer letzten Folge, war ich ja schon entsetzt, dass diese Bibi Blocksberg-Folge, die mir so modern vorkam, einfach 2 Jahre vor meiner Geburt veröffentlicht wurde. Ja. Da explodiert mein Kopf, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, es ging also auch ohne dich. Wie kann das sein? Ja, eben. Nein, aber das ist trotzdem, also für Alf-Verhältnisse ja dann doch schon, also 2004 so eine Art Comeback. Ja, das ist das große Comeback. Vielleicht hat er das deswegen auch gemacht. Also man muss ja sagen, es ist ungewöhnlich. Man denkt so, huch, und er dann irgendwie als Tommy mit 2 Kindern durch die Welt der Dinosaurier und erklärt da, er ist sozusagen, wir nennen das, ich nenne das gerne beim Synchron, der Erklärbär. Das sind diese Rollen, die wirklich so halt ankommen und erklären, wie es ist. Beim Synchron ist das manchmal sehr mühsam, weil dann weißt du, okay, ich habe jetzt 30 Takes Fakten erklären und dann lippensynchron ist das eben noch mal, finde ich, eine Schippe anders schwer als nur im Hörbuch oder Hörspiel. Obwohl das auch schwer ist, weil du musst die Sachen ja trotzdem fehlerlos und mit Spannung präsentieren, damit man eben folgen kann. Wollen wir mal reinhören, wie er das hier gemacht hat? Fände ich irgendwie interessant, ihn da mal zu hören. Ja, mach doch mal den Tommy. Der hat sich ja auch ein bisschen verändert, die Stimme. Ja. Die Dinos fressen doch kein Grünzeug. Doch, Simon. Sogar die meisten von ihnen sind Vegetarier und fressen nur Pflanzen. Aber ich höre immer Alf. Oh Gott, shame on me. Aber Alf, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kann man schon sagen. Der reife Alf. Ja. Aber ist doch toll. Das ist ja auch gerade das Schöne. Also ich habe mich ja auch bei Lutz Mackenzie. Jetzt merkst du es dir immer. Ja. Mokenz. Beim Lutz habe ich mich genauso gefreut, ihn zu hören, wie beim Tommy jetzt hier zum Beispiel. Ja. Mich als Vater. Die Kinder wissen nicht, dass das jetzt vielleicht unbedingt, dass es Tommy Pieper ist. Das ist denen ja auch wurscht. Das ist den Schnurze Pieper, egal. Aber, aber König der Wortspiele hier. Wenn ich jetzt meinen Kindern das vorspiele und dann kommt dann jemand, den ich auch noch kenne und in Verbindung bringe mit was Schönem aus meiner Kindheit, dann ist das nochmal eine ganz tolle Brücke. Ja, finde ich auch. Ja, und ich finde also, wie gesagt, auch schön, dass das durch Geräusche und so bei Hörspielen halt, dass man da so die Fantasie beflügelt. Wollen man, wir da ein steht, Beispiel? Haben ja, wir mach ein Beispiel? Doch mal. Da ist doch bestimmt ein Beispiel dabei. Oh, da ist er. Oh Gott. Oh, jetzt sehe ich ihn vor mir. Ist der groß. Ein Tyrannosaurus, seht mal, oder? Die drei Hörner bilden einen Kreis. Ja, ja. Sie nehmen ihre Jungen in die Mitte. Von außen sieht der Tyrannosaurus jetzt nur noch die Hörner und Lappenschild. Geht nicht so nah ran. Und er ist dran vorbei. Jetzt geht er zu dem Igel-Dino. Vorsicht. Der holt mit seinem Schwanz Maxi, aus. Geh weg. Sie sehen uns nicht. Maxi! Knapp daneben. Aber der Tyrannosaurus zieht sich zurück. Hammer, du bist quasi schon Teil dieses Hörspiels geworden. Ja, ich war richtig drin in das der Hand. Hat dich reingeholt. Und du auch. Ne? Ich habe dich dort gesehen. Ja, ja, aber du hast schon recht, die Geräusche sind extrem wichtig. Ne? Ja. Und da hat man auch schon so Jurassic Park-Vibes auf jeden Fall gespürt. Total. Warum ist es so, dass es für kleine Kinder so faszinierend ist mit den Dinos? Naja, das sind doch riesengroße Einfach Tiere gewesen. So nah ich weiß noch, dass Drachen ich als Kind rankommen. Auch, ich habe als Kind immer in einem Buch, was meine Eltern hatten, das nannte sich Weltall Erde Mensch. Mhm. Ja. Und das hatte so ein altes Buch aus den 50er Jahren und das war so ein Lehrbuch und dann waren da so Illustrationen so von Dinosauriern, auch von dieser Welt und so und das fand ich alles so unheimlich. Gepaart mit dem Gedanken,
mit dem Wissen, dass die halt Jahre, bevor es überhaupt Menschen gab, schon gelebt haben. Ja, ich habe mich immer stundenlang da irgendwie in diesem Buch verloren. Ich habe mir das immer angeguckt, die Illustrationen, und habe dann so mir vorgestellt, wie das ist, wie war das und wie wäre das, wenn man in die Zeit reisen könnte, in die Vergangenheit, und einfach mal gucken würde, wie das da ist. Wahrscheinlich gefährlich. Und ein einmaliges. Wir haben es ja gerade gesehen, was da passieren kann. Ne? Ja, eben. Beziehungsweise gehört haben wir es. Aber du hast natürlich recht, alles, was so unerklärlich ist, ne, es hat ja für uns fast was Überirdisches, obwohl wir wissen, ne, de facto, die Dinosaurier gab es ja, aber es ist trotzdem sowas wie das Universum, irgendwas, was man halt nicht erklären kann. Auch was, wofür sich Kinder total begeistern. Ja, eben. Kosmonauten, genau. Astronauten und so. Aliens, was weiß ich. Ja. Ist Leben, nach Hause telefonieren. Leben außerhalb der uns bekannten Welt. Ich hatte übrigens, da habe ich jetzt nämlich in der Vorbereitung, bin ich da nochmal drauf gestoßen, würde mich interessieren, ob du davon schon mal was gehört hast. Ich hatte so ein wunderschönes illustriertes Buch mit Dinos, Dinotopia. Und ich wusste, dass es dann auch, dazu habe ich wohl jetzt gelernt, eine Fernsehserie gab. Und da in diesem Buch, das war quasi so eine Utopie, wo Dinos mit Menschen, also wie es wäre, wenn es die Dinos weitergegeben hätte. Und das war so wunderschön gemalt. Ich muss noch mal gucken, ob ich das noch mal irgendwo finde. Es war halt wirklich so eine, wie so eine kleine Welt, wo irgendwie Dinos ein bisschen domestiziert. Und dann waren so wunderschöne Häuser. Also natürlich nicht alles modern wie heute, aber eben eine Dinotopia sozusagen. Ein Leben mit Dinos. Kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Das nannte sich Fred Feuerstein. Da lebten auch Menschen mit Dinosauriern zusammen. Ja, genau. Und da wurden Saurier als Nutzvieh behandelt. Ja. Missbraucht. Also, auch als Müllschlucker zum Beispiel. Müllschlucker oder als Kräne. Und so ein Dinosaurier auf der Baustelle als Kran. Und jetzt komme ich. Pass auf. Oh ja. Kennst du denn noch, und diese Serie finde ich so grandios, die Dinos? Na, natürlich. Das ist richtig geil. Ich mag sowieso diese Puppen. Ich glaube, war auch von Jim Henson. Ja, Jim Henson, genau. Also, ne, und dann bin da, wer noch? Und dann, da werden wir öfter noch mal drauf stoßen, weil auf jeden Fall in ein paar der nächsten Hörspiele, die wir besprechen, habe ich ihre Stimme schon gehört. Die ältere Dame, die das Dino spricht, von den Golden Girls. Ja, genau, die hat auch bei den Golden Girls, kennst du wahrscheinlich nicht, aber... Doch, natürlich, kenne ich, klar. Also, die hat öfter so alte, durchgeknallte Frauen gesprochen. Ja, und da war sie aber das Baby. Ja, stimmt, die war das Baby. Ja, das, also, die Mama. Und das war jetzt eben wie diese Sesamstraßen-Situation, von der ich vorhin erzählt habe. Das ist auch so ein bisschen unheimlich gewesen. Ja. Jim Henson hat ja auch immer diese Faszination. Diese Puppen waren alle immer ein bisschen unheimlich. Und aber das war ja auch eine Comedy, ja? So gemischt. Ja, total. Es war wie eine Sitcom mit den Dinos. Und es gibt aber auch eine letzte Folge, ich glaube, die habe ich nie gesehen, wo dann auch so ich glaube, da wird angedeutet, dass der Komet dann kommt. Also es war schon dann auch so Anspielungen für Erwachsene. Okay. Das Interessante oder mehrere Fun Facts habe ich im Kopf zu den Dinos, weil ich das so, ich habe es geliebt. Ja, lustig, wirklich, kam immer auf Super RTL. Ich kannte das auch noch, aber ich habe es jetzt nicht so verschlungen wie du offensichtlich. Ja, es kam halt immer wirklich für mich in so einer Vorabendzeit auf Super RTL, als ich klein war, in der Schule. Ja. Und ich fand es aber auch immer ein bisschen gruselig, dass das Kind war ein bisschen böse, diese Oma, von der du sprachst. Nein, also das Baby fand ich einfach nur süß und lustig. Ja, die hat aber zu dem Kind, zu dem Vater mal gesagt, Versager. Die hat mit der Pfanne auch geschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so schön finden konnte. Ich glaube, das hat dich schon fertig gemacht. Ja, ich fand das ein bisschen unheimlich und verstörend. Regelrecht. Mein Stiefpapa, der in Köln lebt und auch als Synchronautor arbeitet, also der die Texte schreibt, der hat die mitgeschrieben an den Dinos, nicht alle Folgen, aber ein paar. Aha. Und Fun Fact, im Original, also Earl, der Vater von den Dinos, arbeitet als Baumschubser. Also, ach so. Ne? Und im Original ist er nicht Holzfäller, sondern der Holzfäller. Schubst Bäume um. Er ist, glaube ich, wirklich nur Lumberjack, und dann haben die auf Deutsch sich überlegt, dass er Baumschubser ist, was irgendwie süß ist, weil er auch wirklich so hingeht und die quasi nur umschubst. Und Lars, jetzt komme ich zu den Jugendsünden. Oh Gott. Schamhafte Offenlegung. Aber ich bin offenbar auch nicht die Einzige gewesen. Ich hatte einen Crush auf Robbie von den Dinos, den Sohn. Was? Ich fand den richtig cute, ja. Na sag mal, was? Ich war in den verknallt, doch. Du liebst Saurier, du liebst den. Nein, nicht Saurier allgemein, nur Robbie. Also Robbie, na, der hatte so eine rote College-Jacke. Ja, die waren ja gestylt wie ganz normale und Leute so eine in der coole Zeit. Frisur halt. Der Vater kam ja auch immer mit einer Latzhose und einem Bauarbeiter-Holzfällerhemd, ja.
Ein Bauarbeiterhelm oder sowas? Weißt du, was das Lustigste ist? Ich dachte immer, ich bin damit komplett alleine. So, und dann hat Saturday Night Live, kennst du die, SNL? Ja, lustige Late-Night-Show, die immer Sketche machen. Ja. Da haben so richtig cool, so vier Frauen, Eddie Bryant, Kate McKinnon, die ganzen geilen Comedians, haben irgendwann so einen Song gemacht, First Got Horny to You, wo es darum ging, wo sie das erste Mal einen Crush hatten und ein bisschen angeturnt wurden. Und da hat die eine Robbie von den Dinos genommen. Nein, wirklich? Der kommt in dem Song vor. Ich schwöre. Ich werde dir das schicken. Jetzt kriege ich langsam Lust, mir das nochmal anzugucken. Alles. First got horny to you. Und dann macht sie so mit dem, hat sie so den Dino irgendwie getroffen und träumt so von dem. Und irgendwann ist es, die haben halt ein Musikvideo dazu gedreht. Ja, das kann man auf YouTube gucken. Ja, und dann nimmt er so den Kopf ab. Und dann ist natürlich so ein alter, verschwitzter Mann drunter. Und sie als Teenie-Mädchen so... Illusion zerplatzt. Da habe ich gemerkt, ich bin nicht alleine damit. Aber ist doch schön, dann zählen für dich vielleicht wahrscheinlich die inneren Werte. Oder war das wirklich sein Äußeres, was dich da ich so... Ich fand den cute. Der sah auch ein bisschen, fand ich, aus wie ein Junge aus meiner Klasse, in den ich damals auch verknallt habe. Ja, stimmt. Die haben man sich kann manchmal, geähnelt. Ja, manchmal, die Augen, der Blick. Manchmal entdeckt man so in Timo, solchen Figuren. Timo, liebe Grüße gehen raus an dich. Ich glaube auch, der lässt sich auch inspirieren, der Jim Henson von bestimmten Charakterzügen oder was weiß ich. Aber hattest du das mal, dass du mal in eine Zeichentrickfigur verknallt warst? Ja. Ja, siehst du? Dann ist das doch gar nicht so abwegig. Zum Beispiel hier. Jessica Rabbit. Nein, vom Dschungelbuch, die Kleine da zum Schluss. Oh, das ist aber süß. Und ich helfe Wasser tragen. Ja, das war auch ein schöner Auftritt. Sein. Mit ihrem Schulterblick und dann ihrem Augenaufschlag. Ja, damit hat sie mich gezaubert. Gekriegt. Die war süß. Ach Mensch, so eine Freundin hätte ich damals gerne gehabt. Ja, das ist richtig süß. Mit sechs oder was weiß ich. Ja, Alter, da war man ja richtig klein. Ja, die war wirklich süß. Und ich fand auch immer Hot Lucky Luke. Ja, war ein cooler Typ. Ja, man wollte ja auch mit der Kippe. Ja, man hat sich ja auch so gesehen, so in so Trickfilmhelden. Also ich wollte auch so sein wie Lucky Luke. Der ja. war einfach cool, obwohl eigentlich so ein bisschen nimmt wusste man auch, wenig über ihn. Aber die prägen einen auch. Also sowas nimmt man sich so ein bisschen auch ab. Ja, natürlich. Also irgendwie ist es, merkt man doch, das hat einen ganz schönen Also nicht, dass Einfluss. Ich jetzt angefangen habe zu rauchen, aber Asterix andere Sachen. Fand ich auch immer cool. Cool sein, finde ich schön. Ja, klar. Und ich finde vor allen Dingen auch Typen, denen man es nicht ansieht und die dann trotzdem was Besonderes hatten und cool waren, einfach weil sie eben uncool aussahen, aber cool waren. Asterix also zum Beispiel was Besonderes konnten. Wie sah zum Beispiel nicht so cool aus. Asterix, ja. Ich wollte nicht Obelix sein, auch wenn der Stärkere war von beiden. Ja, der war halt in den Zaubertrank gefallen. Ja, ja. Aber eigentlich, genau, eigentlich ist er ja Benjamin Blümchen. Ja, auch ich war mal Obelix. Oder? Weiß ich gar nicht. Kann ich mir vorstellen. Bestimmt. Sollen wir uns auch bei diesen wahnsinnig vollgepackten Wissenshörspielen den Fragen widmen zum Schluss? Na los, mal gucken. Wenigstens eine jeder. Ich nicht glaube, ich glaub, wir haben überhaupt keine Chance, beantworten. Aber die Zuhörer, vielleicht kennen die das ja alles. Also, fangen wir an. Wahllos irgendwas. Mit Leo und die Abenteuermaschine. Okay. Wir können ja auch zusammen beantworten. Ja, weil ich kann es nicht. Galileo Galilei. Ja, wir raten beide. Galileo Galilei zählt, nachdem ihm seine Gäste mit all ihren Tätigkeitsbeschreibungen vorgestellt wurden, seine Vielzahl an Berufen auf. Witzig, hast du gefragt vorher, was genau sein Beruf war. A. Philosoph, Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Kosmologe und Astrologe. Oder B. Naturwissenschaftler, Philosoph, Satiriker, Veterinär und Astrologe. Ich glaube, das kannst du raten. Also auf jeden Fall Astrologe. Also ich glaube A, oder? Safe, der wird nicht Satiriker gewesen sein. Aber Veterinär. Ist das ein Tierarzt? Ne, wegen Löwe, Leo. Meinst du, der kann den direkt auch verarzt? Wenn der auch so heißt, Galileo. Wir hören mal. Ist das die Frage 1? Ja. Meines Zeichens Philosoph, Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Kosmologe und Astrologe. Siehste, haben wir recht Danke, gehabt. Danke, Detlef. Siehst du, Lars, Punkt ja, für dich. Guck mal an, Punkt siehste. Für dich. George Clooney hat uns die Frage beantwortet. Letzte Frage, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So, dann wollen wir doch mal schauen, was hier... Soll ich gleich die Antworten schon mal vorlesen? Nee, Quatsch. Also, warte. Mensch, warte mal ganz kurz. Jetzt hast du die Antwort. Jetzt kannst du nicht Nein, ich weiß es nicht. Doch, pass auf, ich habe sie nicht gelesen, aber nicht, dass du dann, wenn ich dann richtig liege, dass du denkst. Dass ich das nicht merke, dass du vorher die Antworten gelesen hast. Er denkt, man kann mich für dumm verkaufen, aber so ist es nicht. Wie spricht man denn das aus? Der Archäologe? Archaeopteryx? Der ein Dino? Archäopteryx. Man kennt es. Man kennt's. Die Kinder werden es wissen. Mhm. Der Archäopteryx und Obelix wird auch als Urvogel bezeichnet.
Und in diesem Hörspiel wird er folgendermaßen umschrieben. Ja. A. Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa von unseren Vögeln. Ja. Oder B. Großvater Vogel von unseren Vögeln. Ich würde sagen A. Ich auch. Die haben nicht so viel Humor gehabt, dass die Großvater von ihrem Vogel. Aber der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa von unseren Vögeln. Ist ihm aber auch schwer über die Lippen gegangen, dem armen Kleinen. Ur-Ur-Ur-Ur. Ja, da müsste man auch manchmal nachgucken, ob diese Kinder heute noch sprechen. Bei ganz vielen ist es ja so, was wir hier hören, da sind die dann SprecherInnen geworden. Man weiß nur einfach nicht, wo die überall dabei sind. Und ja. Bei manchen, die hat man nie wieder gesehen. Ja. So ist es manchmal. Gehört vielleicht sogar noch gesehen nicht mal. Oder gehört. Ja. Wer wird's wissen? Oliver Rohrbeck zum Beispiel, der war auch als Kind nicht wegzudenken. Nee, der war überall. Aus dem Synchrongeschäft. So sieht's aus. Ja. Hat schon damals... hat sein Grisou, den kleinen gefühlt. Feuerdrachen, hat er gesprochen. Genau. Den habe ich geliebt. Den habe ich immer geguckt. Ja, und dann kommt der Klopfer, Lilleboer, genau, krass. Also eigentlich alle. Alle, sie waren alle da. Wir werden das bestimmt wieder in den nächsten Folgen erörtern, was Oliver Rohrbeck so alles gesprochen hat. Ja, dieser Name ist einfach immer wieder, taucht immer wieder auf. War mir wieder mal ein Fest, Lars. Ja, das war sehr, sehr schön und informativ. Für mich war das heute reines Infotainment. So sieht's nämlich aus. Ja. Wenn das euch auch gefallen hat, diese Folge oder auch die anderen Folgen, lasst uns gerne eine Bewertung da in den einschlägigen Podcast-Apps. Bewertet uns, schreibt uns eine nette Nachricht auf Instagram, Recorder-Podcast, ich glaube, so heißt's. Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ja, also, macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.